heute zeige ich euch Num-Num-Päckchen mit 3 Num-Nums, glaube ich. Nee, doch 3 Nums und einem Num. Und das ist hier Serie 3. Und zwar sind da drin glasierte Donuts. Ist ab 3 übrigens auch geeignet. Ja, und die sollen ganz herrlich duften. Und unser Num, den wir hier unten haben, da soll auch ein Stempel drin sein. Ich packe einfach mal aus und bin schon gespannt, wie die so aussehen und ja, ob die auch wirklich so doll duften. Oh, wieder ganz viel Kleber dran, ganz doll verpackt. Hier sind sie. So, und zwar haben wir hier ein kleines Töpfchen, wo unsere Num-Nums reinkommen. Ist irgendwie super süß schon gemacht. Dann haben wir hier eine Zange, womit wir die reinsetzen können. Ups. Das ist unser Num. Der ist noch eingeschweißt. Der sieht auch schon so super frittiert aus. Ich glaube, ich muss den aufschneiden. Ja. Ja, der sieht wirklich lecker aus. Der hat auch so Puderzucker oben drauf. Süß, oder? Hier unten müsste der Stempel drin sein. Ja, und ist es auch. Ich glaube, ja, das ist ein Donutstempel. Muss ich mal gucken. Probieren wir hier mal aus. Zack. Und da haben wir unseren kleinen Donut. Oh, das ist super süß. Ah, oh, und der riecht auch ganz doll. Also, der riecht wunderbar. Wirklich ziemlich intensiv. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Dann setzen wir den mit der Zange doch gleich mal hier in unser Töpfchen rein. Muss ein bisschen nachhelfen. Ah, oh, ist der süß. Num-Num. Und der Num, der kommt hier oben drauf. Der ist ganz weich und wie so ein Hütchen. Die kann man dann halt auch auswechseln. Geruchsprobe, ja. Riecht auch sehr, sehr gut. Also die haben dann halt auch alle ganz unterschiedlichen Duft. Hier ist noch eine. Der riecht auch wunderbar. Noch sehr intensiv. Ich glaube nach Vanille. Hol jetzt mal nicht die Zange. Aber normalerweise kann man das hier dann auch mit dieser Zange machen. So. Okay. Dann haben wir hier den letzten. Ich finde, der sieht aus wie so eine Katze. Und der hat auch so bunte Streusel oben drauf und Schoko. Ja, und der duftet auch nach Schoko. Ja, und den können wir auch noch oben drauf stapeln. Und dann haben wir so ein richtiges Türmchen mit glasierten Donuts. Hier ist auch noch eine Anleitung dabei. Das zeige ich euch noch kurz. Da gibt es halt noch Licht-Num-Nums, Glitzer-Num-Nums. So. Und halt hier aus der Serie 3 ganz viele unterschiedliche noch. Da müsst ihr mal gucken, wenn ihr Lust habt.
Da gibt es ganz viele Sorten, auch ganz viele Sets, also mit mehreren Num-Nums halt auch. Und auch nur so Einzelsets, mit wo nur einer drin ist. Ja, auf jeden Fall sieht das Türmchen ja super süß aus, wie ihr seht. Wie findet ihr denn die Num-Nums oder habt ihr sogar welche? Schreibt es uns doch unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert uns. Bis bald!